Ich kann mich zum Lernen einfach nicht motivieren, hier hast du die Lösung dafür. Jeder, der im Studium ist und gute Noten schreiben will, weiß, dass man dafür einfach mal mehrere Wochen und Monate am Stück mal konstant am Ball bleiben muss. Man muss konstant die Vorlesung besuchen, das Ganze nacharbeiten, eben auch schon mitlernen, dann in der Klausurvorbereitung nochmal ein bisschen intensiver das Ganze machen, nochmal gut in die Übung kommen, um dann gute Noten zu schreiben. Aber häufig ist eben dann gerade ab einem gewissen Punkt im Semester einfach die Motivation ein Problem, sich wirklich dann nochmal hinzusetzen und eben konstant das Ganze zu machen. Und wenn du das von dir kennst, dass du einfach dir denkst, hey, ich muss einfach noch disziplinierter sein. Manchmal muss ich einfach mit dem Kopf durch die Wand gehen, ich setze mich dann einfach hin, ich mache das dann einfach trotzdem. Oder du probierst so Techniken aus wie Pomodoro, dass du eben sagst, hey, ich lerne jetzt einfach immer eine gewisse Zeitintervall, in der Regel 25 Minuten, dann mache ich eine Pause und halte so meine Motivation hoch und schaue so, dass ich eben konstant dranbleibe. Das ist so das, was man in der Regel dann versucht, aber am Ende ist es trotzdem so, dass das Lernen immer noch sehr zeitaufwendig bleibt und du am Abend das Gefühl hast, dass du einfach erledigt bist vom ganzen Lernen, vom ganzen Tag. Dass es einfach immer sehr anstrengend ist, einfach sehr energieaufwendig, eben sich die ganze Zeit überwinden zu müssen, die ganze Zeit diszipliniert zu sein. Und wenn du das so oder so ähnlich kennst, dann bist du nämlich genau in die Falle getreten, weil du hast einfach immer nur eine reine Symptombehandlung gemacht. Und ich möchte dir mal erklären, wie du jetzt eben dort die Ursache eben klärst. Was du eben dafür verstehen musst einmal, gerade das Thema Motivation, dass der eigene Kopf nichts ohne Grund macht und immer alles zu deinem eigenen Vorteil. Das heißt, auch wenn es sich für dich so anfühlt, dass dein Kopf sich gegen dich stellt und du ja eigentlich lernen willst, weil du hast ja dein Studium auch ausgewählt und du dann keine Motivation hast, dann mach dir das trotzdem zu deinem eigenen Vorteil, auch wenn es im ersten Moment nicht so für dich aussieht. Und du musst jetzt eben dann mal finden, was ist denn der Vorteil, den ich dadurch habe oder warum sieht mein Kopf nicht, dass sich fürs Lernen hinsetzen einfach für mich lohnt und eben ich dann durch einen Vorteil habe. Und eben wie gesagt, eine Symptombehandlung ist dann einfach disziplinierter zu sein, sowas wie Pomodoro-Technik. Aber eine Ursache, wo es in der Regel am meisten daran liegt, ist, dass du zum Beispiel einfach für dich merkst, hey, ich setze mich einfach immer viel ran und lerne viel, aber gefühlt bleibt nichts hängen und am nächsten Tag kann ich schon wieder von vorne anfangen. Und wenn das dein Kopf unterbewusst verstanden hat, dann ist ja logisch, dass er sich denkt, hey, warum soll ich mich jetzt zum Lernen hinsetzen, wenn morgen schon wieder alles verpufft ist und ich dann wieder von vorne anfangen kann? Gehe ich jetzt lieber ans Handy, gucke lieber Netflix, das bringt mir dann wenigstens jetzt was und ich fühle mich wenigstens jetzt gut, wenn ich nicht mal morgen dann das Ergebnis habe, dass ich eben mir wirklich was abgespeichert habe. Oder eine andere Sache, die sehr häufig auftritt, ist, dass du einfach für dich merkst, hey, ich stecke einfach immer so viel Zeit ins Lernen und da bleibt vielleicht auch was hängen, aber am Ende habe ich jetzt die letzten Semester trotzdem nicht die Noten geschrieben, die ich eigentlich schreiben wollte, obwohl ich immer extrem diszipliniert war, mich extrem viel hingesetzt habe. Und dann ist ja auch klar, dass die Motivation einfach weggeht. Das heißt, du musst mal für dich mal hinterfragen, was geht mir immer so durch den Kopf unterbewusst? Das sind so die Sachen, die immer so ganz am Anfang kommen, wenn du ans Lernen denkst. Was denn du dann im ersten Moment denkst, das ist das, was dein Unterbewusstsein dir sagt, warum du jetzt keine Motivation hast. Und das musst du mal herausfinden und nicht einfach nur mit dem Kopf durch die Wand gehen und einfach sagen, ich muss jetzt disziplinierter sein. Weil solange du so vorgehst, dass du einfach dir sagst, ich muss disziplinierter sein, muss mehr durchziehen, wird es immer, wie ich schon gesagt habe, einfach energieaufwendig sein. Das wird nicht weggehen, dass du am Abend immer mal wirklich erledigt bist und dir einfach denkst, ey, ich kann jetzt einfach nicht mehr lernen, ich will jetzt auch unbedingt was anderes machen. Und dann wird das immer ein Kampf. Und dann ist es immer so, dass du gegen deinen Kopf kämpfst. Aber sobald du mal die Ursache löst, fängst du an, mal an einem Strang zu ziehen und eben in dieselbe Richtung zu kämpfen. Im Grunde kann man also sagen, wenn du es von dir kennst, dass du sagst, ich kann mich fürs Lernen nicht motivieren und ich muss mich immer überwinden, immer Disziplin aufbringen, dass du dann mal verstehen musst, dass es keinen Sinn macht, einfach noch härter zu arbeiten, mit Kraft eben noch zu arbeiten, sondern dass du anfangen musst, smart zu arbeiten. Work smart, not hard. Konkret bedeutet das, dass es nicht die Lösung sein kann, einfach immer noch mehr zu lernen und sich noch mehr hinzusetzen, gerade wenn du mal nicht die Noten geschrieben hast, einfach sich noch länger hinsetzen, die Abende noch länger zu gestalten, sondern eben mal anfangen musst, wirklich richtig zu lernen und eben mal wirklich deine Lernmethodik zu verändern. Und ein Tipp ist, dass du aufhörst, ständig die Notizen durchzulesen oder die Karteikarten einfach nur zu wiederholen, das ganze Wissen einfach nur zu lesen, sondern eben mal wirklich mal anwendungsbezogener zu lernen. Dass du zum Beispiel, wenn du ein Thema hast, wo du dir selber jetzt, wenn du mal drüber nachdenkst, keine Ahnung hast, was das in der echten Welt überhaupt bedeutet und welche Rolle das ungefähr spielt, dass du dir mal eine konkrete Anwendung überlegst. Gerade wenn du zum Beispiel mal BWL studierst, dann sind das ja alles Themen, die du dort hast, die in so einem BWL-Deutsch ausgedrückt sind, wo du dir erstmal denkst, ey, was ist da gerade überhaupt von mir gefragt? Aber wenn du mal wirklich ein reales Beispiel für dich findest, dann kannst du eben auch wirklich mal anfangen, das wirklich vorzustellen und dann wird es auf einmal viel mehr Sinn machen und auch viel leichter fallen, das Ganze eben abzuspeichern und eben nicht mehr so ein Kampf zu sein, sondern wird das anfangen,
dass du das besser verstehst. Du wirst dir reale Beispiele suchen, deswegen wird das auch interessanter für dich. Und dann wirst du auch merken, dass dadurch die Motivation zum Lernen wiederkommt. Das ist also was, was du für dich sofort umsetzen kannst, also viel anwendungsbezogener zu lernen. Aber es steht und fällt immer damit, wie du überhaupt deine Notizen machst. Weil wenn du das gesamte Semester über dir viele Notizen gemacht hast, viele Zusammenfassungen, viele Karteikarten oder noch schlimmer, einfach nur in die Vorlesungsfolien geschrieben hast, dann hast du am Ende so viele Notizen, dass du dir einfach das Lernen von vornherein so stark erschwerst. Weil entweder ist einfach die Menge viel zu groß bei Zusammenfassungen, dass du auch gar nicht wirklich die Zusammenhänge erkennen kannst, weil du so viele Zettel oder so viele Seiten voll mit Notizen hast. Und wenn du eben Vorlesungsfolien nur beschriftet hast, dann hast du noch mehr Folien, die du einfach durchgehen musst und wo du erst recht, wenn du sogar dann noch die Folien hast, wo es in diesem BWL-Deutsch zum Beispiel drin steht, gar nicht nachvollziehen kannst, was damit überhaupt gemeint ist, dann machst du es dir selber einfach extrem, extrem schwer, das Ganze überhaupt zu lernen und eine gute Motivation dafür aufzubringen. Und um mal eine Notizmethode kennenzulernen, mit der du das gesamte Semester über wirklich effizient mitschreiben kannst, um den Stoff auch wirklich schon zu verstehen. Das heißt, dass du gar nicht in der Klausurvorbereitung anfangen musst, nochmal von vorne deine Notizen durchzugehen und dir nochmal alles anzueignen, sondern du nur noch das ein paar Mal wiederholen musst, um es dir in den Kopf zu rufen, weil du alles schon verstanden hast und eben sehr übersichtliche und eben wirklich gehirnoptimierte Notizen hast. Da kannst du dich mal sehr gerne unter dem Video für ein erstes kostenloses Gespräch bei uns eintragen. Da kommen wir dann mal ins Gespräch, schauen, wie deine Situation gerade ist und geben dir dann schon eine Anleitung mit, wie du eben solche Notizen schreiben kannst, um im nächsten Semester bessere Noten mit weniger Aufwand zu schreiben.